Wir Real. Einfach geschenkt, Bruder. Hey, Bayern! Nehmt ihr uns nicht ganz ernst? Doch, doch, na klar, wir Real. Natürlich! Also das Gefühl habe ich aber ehrlich gesagt nicht. Wir nehmen natürlich jeden Gegner ernst. Wir haben auch Schalke letzte Saison ernst genommen. Lügt doch nicht. Habt ihr nicht? Stimmt, haben wir nicht. Und eine Mannschaft, die sich das gelbe U-Boot nennt, nehmen wir erst recht nicht ernst. Gut, dann gibt's heute eine faustdicke Überraschung. Oh, ihr verliert nur mit 4 Toren Unterschied, oder was? Nee. Ihr verliert nämlich 1-0. Alles klar, wir Real. Champions League. Mach den Bengel weg. Nee, Bayern, sorry. Der Bengel ist am Weg ins Halbfinale. Super, danke. Was? Nee, nehmt uns nur weiter nicht ernst, Bayern. Dann seid ihr nächste Woche raus. Oh. Mensch, hallo, Champions League. Was soll denn das bitte? Was denn, Real? Wo drückt der Schuh? Na, das alles hier. Was denn, Dicker? Ich komm nicht ganz mit. PSG im Achtelfinale, Chelsea im Viertelfinale. Ja, moin. Ja? Ja, moin. Los uns doch bitte noch schwerere Gegner zu, wenn das möglich ist, ja? Gut, mal sehen. City im Halbfinale und die Bayern im Finale könnte ich bieten. Ja, moin. Super. Das ist ja wirklich zum Haare raufen hier. Was soll ich denn machen, Real? War halt Lospech. Ja, moin, war Lospech, sagt er. Also, Bruder, ich muss jetzt aber mal ganz schnell los. Okay. So eine Kacke, Digga, echt. Jo, Bassa! Was ist denn, du Keck? Wir sind zwar die Eintracht, aber wir werden heute Zwietracht sehen. Nochmal langsam, Sportsfreund. Was wollt ihr? Zwietracht sehen. Aha. Und das heißt jetzt was? Na, Zwietracht, laut Wikipedia Zustand der Uneinigkeit und des Streits. Ich geb euch gleich Uneinigkeit und Streit, Digga. Bro, ihr seid hinten. Lüge, sind wir nicht. Seid ihr wohl? Nein, Frankfurt, sind wir nicht. Doch, Barca, seid ihr. Dann guck doch nach, wenn du es mir nicht glaubst. Oh Gott, wir sind ja wirklich hinten. Ja, sag ich ja. Eintracht goes to Finale, Brudi. Nächster, jetzt noch chilliger Ausgleich. Und nächste Woche gibt's dann eine Packung Frankfurt. Wahrscheinlich, Bro. Hier oben. So, FC Geld gegen FC noch mehr Geld. Hä? Und wer ist jetzt wer? Ja, ich komm, keine Ahnung. Ihr habt beide viel Geld, okay? Okay, okay. Aber wir noch ein bisschen mehr. Bitte? Naja, City, ich sehe keinen Messi in eurem Kader. Ja, vielleicht kein Messi, aber... Mhm. Und... auch keinen Mbappé. Mbappé, den braucht man nicht. Wir haben Hund von Neymar. Da fange ich gar nicht erst an. Junge, Paris, halt's Maul! Wir haben auch teure Spieler. Ach ja? Wen denn? Jack Grealish zum Beispiel, im Sommer für 120 Millionen Euro geholt. Jack Grealish? Ja, ganz genau. Weird Flex, aber okay, Bro. Schnauze, Paris. Außerdem schießt Geld keine Tore. Was? Naja... Ihr habt doch selber für euren Kader mehr als 1 Milliarde ausgegeben, City. Das stimmt, aber... Nee, nix aber. Nach der Logik würdet ihr ja auch keine Tore schießen. Aber nee, ich bleib dabei. Geld schießt keine Tore. Doch, klar, tut es. Oder Kilian? Yep. Nee. Aber wie? Ja, der Kilian, der hat so viel gekostet, der traut sich gar nicht zu treffen. Was? Aber... wir sind doch die bessere Mannschaft. Tja, Fußball ist ein Ergebnissport. Alles andere zählt nicht. Ach, dann müssen uns jetzt eben die Fans unterstützen. Ja, ich weiß ja selber, wir haben keine Fans. Zufrieden? Ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht hören. Wer bleibt ungeschlagen? Wir. PSG. Nicht, wenn Raheem the Dream was dagegen hat, Sportsfreund. Raheem the Dream? Pff, träum weiter. Hey. Ich glaube eher, für euch hat sich's ausgeträumt, Paris. Schnauze, City, wir haben immer noch Messi. Und wir haben Jesus. Jesus? Den Erlöser? Genau. Und der erlöst uns jetzt. Richtig? Richtig, City. Ich bin Jesus! Ja, PSG. Qualität gewinnt. Also schießt Geld am Ende doch Tore, City, was? Naja, ja, kann man vielleicht so sagen. Boah, wie ich euch beide hasse, Digga. So, Gruppenphase vorbei. Was ist passiert? 6 Spiele, 6 Siege. Das ist passiert. Boah, das ist stark, Liverpool. Haben wir übrigens auch geschafft. Echt? In der Gruppe mit Dortmund? Sag mal, sind die nur Zweiter geworden, oder was? Ja, schön wär's. Aber Dortmund, das heißt ja Europa League. Ach nee, das wussten wir ja noch gar nicht. Loser. Schnauze, als ob's bei euch besser ist, Bayern. Bitte? Wir haben 6 Spiele, 6 Siege, mein Lieber. Oh. Aber... Ich glaub, du meinst mich, Dortmund. Oh Gott, Barca. Das war ja wirklich peinlich. Naja,
Ja, gerade mal 2 Tore in 6 Spielen. Barca, da leiden sogar wir mit euch mit. Und die Red Bull Clubs? Europa League. Achtelfinale. Salzburg besser als Leipzig. Wild. Aber sonst gab's keine Überraschungen, oder? Naja, doch. Wir sind raus. Obwohl wir letztes Jahr Juve rausgehauen haben. Ich werde dazu jetzt nichts sagen, Porto. Junge, das wird eine bockstarke Europa League. Ich freue mich drauf. Und die Champions League wird erst stark. Na, was meint ihr? Wer holt sich dieses Jahr den Champions League-Titel? Digga, Atletico, wie willst du jemals treffen? Du schießt ja noch nicht mal aufs Tor. Ja, na klar, was hättest du erwartet? Wie denn auch bitte ohne Stürmer? Dumm einfach. So werdet ihr ja in 100 Jahren nicht treffen. Haha, macht euch nur lustig, City. Wir ziehen das 5-5-0-System eiskalt durch. Ja, super. Und was bringt euch das? Naja, Punkt 1. Wir bekommen nicht aufs Maul von euch. Ja, wow, ganz toll. Aber gewinnen tut ihr deswegen ja auch nicht. Ja gut, das ist richtig. Und eigentlich haben wir das nicht so wirklich bedacht, irgendwie. Ja, alles gut. Kein Thema, Atletico. Irgendwie murmeln wir schon einen rein. Richtig, City. Am Ende steht ein knapper 1-0-Sieg. Naja, aber war nur 0-1. Da ist noch alles drin im Rückspiel. Aber da müssen wir dann halt mit Stürmer spielen. Oh je. Heute gegen die Bayern geht's für euch um alles oder nix, Barca. Und so werden wir es auch angehen. Volle Attacke. Eure volle Attacke ist halt maximal am Niveau von Arminia Bielefeld aktuell. Hey, musste das jetzt sein? Sorry, Bielefeld. Nehmt's nicht persönlich, okay? Du wirst noch dein blaues Wunder erleben, Bayern. Wir kriegen das hin. Ach, Barca. 3-2, 8-2, 3-0. Okay. Sind das die Lottozahlen, oder? Nein, unsere letzten 3 Ergebnisse. Ach so, ja. Aber heute geht's wieder von Null los. Und den Schwachsinn glaubst du auch noch? Dein Ernst? Naja, also, irgendwas muss ich ja glauben, oder? Ja, Barca. Wie du meinst. Ihr nehmt uns nicht besonders ernst, oder, Bayern? Nein, natürlich nicht. Ach so, doch. Na klar, Barca. Mhm. Ja, gut so. Thomas, Leroy, Jamal, bitte bringt doch Barcas Champions League-Traum zum Platzen, ja? Nee. So, genug Männer. 0-3 reicht. Wir wollen Barca ja noch ein kleines bisschen Würde lassen. Aber die Niederlage, das heißt doch jetzt... Richtig, Barca. Für euch geht's tatsächlich in die Europa League. Aber... Oh Mann, schlimmer kann's echt nicht mehr werden. Malmö gegen Zenit. Jetzt mal ehrlich, wer hat da Bock drauf? Na, wir. Und wir auch. Super, immerhin schon 2. Oh Mann. Naja, schön, dass es für uns auch mal möglich ist, in der Champions League zu spielen. Gutes Wortspiel, mal möglich. Der ist gut, oder? Ja. Ja. Mal möglich, ich kann nicht mehr. keine Ahnung, was mit Zenit los ist, Malmö. wie kommt man da drauf? Malmö? Ja? Willst du das nicht vielleicht ausnutzen, um endlich dein erstes Champions League-Tor zu schießen? Oh, ja, klar. Gute Idee. Oh, erstes Tor? Wie geil ist das denn? Was ist das? Naja, Malmö führt. Ja? Nee, Malmö führt, nicht Kräuter führt. Sorry, mein Fehler. Männer, verlieren verboten? Ihr müsst jetzt eine Reaktion zeigen. Mach dir keine Sorgen, Boss. Ich regel das für uns. Foul. Rot. Auf Wiedersehen. Dimitri? Ja, sorry. Ja, du Depp, wie sollen wir denn jetzt noch einen Punkt holen? Ja, gestatten Sie nicht. VAR mein Name. Aha, okay. Wie wär's denn zum Beispiel mit einem völlig lächerlichen Last-Minute-Elfmeter? Hm? Tipp von uns, Zenit. Wir können's nur empfehlen. Okay, dann versuche ich das auch mal. Alles klar, kein Problem. Elfmeter für St. Petersburg. Ja, Europa League gesichert. Sau stark, Jungs. Digga, VAR. So, Final Showdown in Gruppe C. Let's go. Heute fixieren wir das Achtelfinale. Ach so? Sportlich Lissabon. Sporting Lissabon. Bitte? Naja, nicht sportlich Lissabon. Sporting Lissabon. Na, ich mein, ach komm, egal jetzt. Sag mal, bist du nervös oder was? Ich? Nö, wieso? Ich bin ja besser als du. Bitte Dortmund, heute nicht patzen, okay? Sei beruhigt, treuer Fan. Mit Nico Schulz auf links kann nix schief gehen. Nico Schulz! Gut, dann war's das mit dem Achtelfinale. Jetzt sei mal nicht so pessimistisch. Der ist doch gut, der Nico. Bin ich nicht. Der ist doch Weltklasse, der Kerl. Ja, das ist die richtige Einstellung. Ja, Weltklasse, wie der mit einer Aktion den kompletten Verein auseinandernimmt. Danke fürs 1-0, Nico. Nix zu danken, Sporting. Nico, sag mal, raucht's bei dir? Hör auf, Geschenke zu verteilen. Ja, sorry, ich bin schon so in Weihnachtsstimmung. Ach gut, 0-1. Das kann man noch... 2-0. Was?
Bye-bye, Dortmund. Das gibt's doch nicht. Digga, Dortmund, wenn wir in der Gruppe rausfliegen, dann schwöre ich bei Gott, werd ich Schalke-Fan. Nee, danke. Gut, immerhin haben wir dieses Mal keine lächerliche rote Karte bekommen. Emre, faul, rot, du kannst gehen. Ich? Warum? Na, ganz einfach, weil ich Bock drauf hab, Brudi. Ja, puh, jetzt wird's knackig. 3:0! Guck mal, Anschlusstreffer. Super, halb so schlimm. Dann rocken wir halt die Euroleague. Yay, ich kann's kaum erwarten. Bayern Jäger Nummer 1. Hier oben, Digga. Leipzig, letzte Chance heute. Wie? Ich dachte, wir können gar nicht mehr ins Achtelfinale. Ah ja, mein Fehler. Dann schicke ich schnell den Kollegen rein, ja? Okay. So, guten Tag. Leipzig-Brügge. Heute geht's um die Wurst. So sieht's aus. Volle Kraft voraus. Wir haben die besseren Ausgangskarten, Leipzig. Und wir den besseren Kader. Ja, ich komm, ich bitte dich. Ihr bekommt die PS doch nicht auf die Straße. Doch, na klar. Dortmund haben wir zum Beispiel geschlagen. Gut, Dortmund, ja. Aber die spielen doch selber nur Euroleague. Schnauze, Brügge. Quatsch mit Soße. Wir sind gut. Nur halt sau inkonstant. Stimmt, auf jedes gute Spiel folgt bei euch ein schlechtes Spiel. Aber im Umkehrschluss auch auf jedes schlechtes ein gutes. Ach ja. Und wie war euer letztes Spiel? 0:2 gegen Hoffenheim verloren. Oh oh, das heißt nichts Gutes. Hier im Skript steht jetzt, dass wir 5 Tore schießen. Haben wir überhaupt so viel Sendezeit? What? 5 Tore? Ja, steht hier. Digga, sag mal, ist bei uns Tag der offenen Tür, oder was? Ja, komm, mach die 5 Tore im Schnelldurchlauf Leipzig, aber ein bisschen zackig. Ist gut. Hopp, hopp, Männer. Na? Was sagst du jetzt, Brügge? Ja, gar nichts mehr. Komm, wir haben's kapiert. Viel Glück in der Euroleague, Leipzig. Danke, Brügge. Hier habt ihr noch einen Red Bull für den Heimflug. Heimflug? Wir fahren doch mit dem Bus. Aber Red Bull verleiht Flügel. Halt doch die Schnauze, Mann.